Früher bist du eigentlich in Südtirol da, überall ohne Probleme, hast du kein Ausgehen. Wo größtenteils halt Mehrheit von unserer Leute in die Clubs und so. Mittlerweile ist es so, wenn du in größere Clubs gehst, ist jetzt da halt oft schon Mehrheit, besonders auf Parkplätzen oder so, versammelt, haben schon mehr von Ausländern, die muss oft generell auch gleich direkt einen Streit aussuchen. Mittlerweile, wenn du sagst, du bist ein Gitscher oder so, kannst du dir ja fast nicht mehr als Gitschentruppe irgendwo schauen, in den Club hineintrauen. Es wird bedroht halt schon. Ich sage, als Gitsch müsstest du ja mittlerweile schon Angst haben. Als Typ, es geht drauf auf die Eier, wenn irgendjemand zu dir herkommt, die aus nicht umwiegelt, was auch schon oft passiert ist. Es wird halt alle, weil letzter kommt mir viel. Ich bin in einer Barin gesessen, habe noch vielleicht etwas getrunken, bin reingegangen zu holen. Und da nehmen wir dann vier Typen, die sind mir nachgegangen. Die haben mir die ganze Zeit auf die Schulter geschlagen. Die ganze Zeit nachgeschrien, du Schlampe, du Fotze, du Hure, gib mir deine Nummer. Und die haben mir direkt die Schulter hingemacht. Ich bin noch zurückgegangen in die Bar. Der Besitzer hat noch logisch jemand irgendetwas gesagt. In der Stadt habe ich sie noch wieder gesehen, wahrscheinlich weil sie mir nachgegangen sind und das waren halt Ausländer. Ist es so und ich bin auch in der Meinung, dass hauptsächlich da die Gewalten passieren wegen den Ausländern. Weil ist es so und dann bleibt es so, wenn das in Gallingen nicht geändert wird. Wir Gitschen zum Beispiel, wir müssen noch mehr Angst haben wie die Männer. Wir können nicht einmal irgendwo alleine hingehen und dass sie Typen auf die Eier gehen. Wir müssen Pfefferspäger bei haben, dass sie ja nicht auf den Sack gehen, dass wir uns wehren können. Wie wollen wir uns wehren? Also ich finde schon, dass Südtirol beim Ausgehen ein Sicherheitsproblem hat und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass da Gruppen von jungen Männern rum sind. Das sind im Regelfall Ausländer, die vor allem hiesige Leute umkeksen. Mir gibt vier, die suchen sich in Streit. Die kommen gezielt eigentlich zu den Plätzen her, um Leute bei den Eier zu nehmen, es ein bisschen außer zu fordern. Und ja, generell sind sie, denke ich, auf Schlägereien aus. Und so hat man auch gemerkt, vor allem letztens ist es für junge Leute allerweil unsicherer geworden, in Südtirol auszugehen. Ich war mit ein paar Kollegen sinnig unterwegs, untertags. Sind heute wie ein Spazieren gegangen in der Nähe von einem Krankenhaus. Und zwar sind auch zwei Kollegen ein bisschen abseits rumgegangen, haben gekratscht. Dann ist ein Ausländer gekommen und auch Dossiger. Und der hat sie noch blöd umgeredet und der Kollege hat gefragt, ob sie irgendetwas brauchen, wieso sie sich so blöd umgaufen und halt ummachen. Und dann haben sie den Kollegen direkt einfach geschlagen ins Gesicht, weißt du? Hat er danach hat zum Schluss überall gebärdet, Nase und alles Mögliche. Mein Freund hat probiert dazwischen zu gehen, hat auch direkt einen ins Gesicht geschlagen gekriegt. Ich bin auch dazwischen gegangen, was irgendwie ein Fehler war, weil ich gesehen habe, dass der Typ ausgeholt hat. Und schlussendlich hat er sich dann auch schnell getraut, weil der Freund hinter mir gestanden ist, geil davon aus. Aber schlussendlich ist dazu gekommen, dass der Kollege ihm total gebietet hat, die anderen sind angehauen. Und innerhalb von 2 Minuten sind sie wirklich mit 20 Leuten zurückgekommen, aber gezielt mit Rohren und allen Mädchen. Den Freund haben sie umrundet und von hinten mit dem Rotsessel den Kopf hingeschlagen, weil sie ihn sozusagen als Gefahr gesehen haben. Und wir haben sie dann auch bedroht zu vergewaltigen, weil sie mich auf Norm irgendwo sehen und als Hure und so weiter beschimpft. Und seitdem fühle ich mich halt voll unwohl, auf Norm irgendwo hinzugehen. Und halt, man ist sich so nutzlos für gekommen, auch vor allem, weil sie nicht wirklich etwas tun können, kommt mir fair. Ich bin jetzt länger nicht mehr rausgegangen oder gehe schon seit einer ziemlichen Weile nicht mehr regelmäßig aus. Aber wenn ich viel in Diskotheken unterwegs war, war eigentlich allem das Problem, in, aber vor allem vor den Diskotheken, dass Gruppen unterwegs waren, die offensichtlich auf Stress aus waren oder ja, Drogen verkauft haben oder dann auch Leute bedroht haben. Und da hat sich eigentlich allem, das waren eigentlich allem Grüppchen von Nordafrikaner oder Albaner, die da besonders ausgestochen sind. Ein Kollege von mir ist schon mal im Exclusive-Club ins Klo gegangen und dann habe ich halt, also so 2 Minuten oder so, nachdem er reingegangen ist, dann ist halt eine Gruppe von Buben auch reingegangen und dann habe ich gleich schon gemacht, halt, okay, irgendwie bestimmt er nicht. Und dann bin ich halt an die Türschwelle von Bubenklo halt gegangen und dann ist er aus dem Klo rausgekommen und dann haben sie ihm halt so gefragt, wie viel die Kette wert ist und so halt. Und dann haben sie ihm irgendwann halt gepackt und der hat mir halt nichts gesagt oder Ding und dann haben sie ihm irgendwann halt geschubst und er hat dann nämlich einen Wirbel gebrochen. Und nachher ist er halt voll gegen das Geländer gekugelt und nachher, oder halt gegen die Waschbecken und nachher bin ich halt reingerannt, weil ich halt nicht mehr wusste, so richtig was die haben. Und dann ist sie halt weggeschubbt, weil wir gedacht haben, was
so, ja, ja, mir nicht mehr zu helfen gewusst. Und dann haben sie sich aber auch gleich entschuldigt. Aber halt, die sind halt die, was öfter heim drin sind und auch irgendwelche Leute halt ungern und irgendwie noch beschimpfen oder einfach irgendwie halt auf einmal noch schupfen oder so halt. Es seien auch dosige, aber also die meisten Erfahrungen habe ich mit Ausländern gemacht, aber nicht. Oder halt, aber auch welche, die da aufgewachsen sind, also nicht irgendwie schon das Ding. Also mir war jetzt, oder ich darf jetzt nicht sagen, es sind die Ausländer, weil halt finde ich einfach nicht richtig, weil es ist immer, wie man aufwächst und so, aber halt meistens ist es schon gewesen, dass es nicht deutschsprechende gewesen sein soll. Zum Beispiel gestern, extra, sind alles gemütlich drin gewesen, auf einmal hinten sind Tierl aufgegangen und 40 Ausländer. Ich bin jetzt nicht gegen Ausländer, es waren halt, wenn es sich gleich als Ausländer gewesen sei, sind die ganze Zeit hinten gestanden und haben Leib aufgekallt. Okay, was haben sie getan? Ja, andere Leute umgegangen, Flaschen umgeschmissen und halt, ja, einfach Puff gekallt, weißt du? Einfach, wo Leute wollen ausgehen, endlich mal durch Corona im Frieden haben, wieder mal Kollegen ausgehen, dann müssen die einfach da Puff gekallen, was einfach nicht nötig ist. Ich krieg mit, dass all mehr Leute direkt mit Gewalt konfrontiert worden sind beim Ausgehen, dass sie Freunde haben, die bedroht worden sind, die erschlagen worden sind, die ausgeraubt worden sind. Ich krieg mit, dass die Gewalt im Nachtleben sich dahingegen gewandelt hat, dass sie allem brutaler wird, dass Leute grundlos erschlagen werden, dass Leute grundlos angepöbelt werden, dass vor allem auch Waffen im Spiel sind, sprich, dass Leute Messer dabei haben, dass sie nicht nur ein Messer dabei haben, sondern dass sie auch ein Messer einsetzen. Man muss halt einfach mit denen, was da mehrere Scheiße aufführen, die führen ja nicht nur einmal Scheiße auf, das ist ja allem wiederholt. Die sind effektiv jedes Wochenende, suchen die effektiven Streit mit ihren Gruppen. Man kann das schon effektiv ausfiltern. Also man kann da schon sagen, okay, den muss ich jetzt ausschieben, wenn er noch mehr Eier macht, weil das kann es nicht sein. Entweder ich integriere mich irgendwo oder ich lasse es. Das Problem verschärft sich eigentlich seit Jahren und man hat dann auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute polizeibekannt sind oder auch von Carabinieri vor Ort festgehalten worden sind, aber es ist dann eigentlich nichts passiert und es kann eigentlich nicht sein, dass solche Daten dann keine Konsequenzen haben oder kaum Konsequenzen haben. Wenn ich zum Beispiel in einem anderen Land war, Eier aufwärmen, wo ohne Ohrstechen oder so. Ah ja, einen Tag, zwei Tage insperren. Ah ja, cool. Noch gehen wieder frei. Dann führe ich den gleichen Scheiß wieder auf. Ich würde alle wieder zurückschicken. Ja, eiskalt. Ich bin einfach der Meinung, man kann denen nicht mehr länger zuschauen. Es muss was passieren. Es braucht einfach Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers, es braucht klare Konsequenzen.